So, dann machen wir noch das Scoop-Piercing. Wir haben das ganze Vorbereitende schon gemacht. Und ich habe jetzt schon gesagt, bei ihr ist das Problem, dass dieses Zungenpiercing nicht genau mittig zur Zunge gestochen war. Und deswegen habe ich jetzt mich entschieden, das Scoop-Piercing so zu machen, dass es zum Zungenpiercing schön aussieht und nicht genau in der Mitte von der Zunge ist, weil die Zunge links ein bisschen breiter ist. Und das machen wir jetzt einfach so, dass es dann einfach schön aussieht. Ganz locker lassen die Zunge. Geht's? Alles okay? Liebst du noch? Zunge draußen lassen? Okay, super. Gut gemacht, tapfer. Das einfach ganz kurz schnell hinhalten mit der anderen Hand. Also sonst sabberst du dich zwangsläufig an. Ich will ja nicht, dass du dich hier zum Deppen machst, ja. Wir haben das recht kurz gemacht, weil wir es ja vorne an der Zungenspitze gemacht haben. So, dann tun wir den Stab rein. Das wird nochmal ganz kurz ein bisschen unangenehm werden. So, ist drin. Ups. Ich kann dich jetzt nicht schlucken lassen, das geht jetzt leider nicht. Weil du hast jetzt so viel im Mund drin. Ja, dann nimm mal ganz kurz schnell, lass mir die Hand los, ich halte mal das fest. Nicht, dass du dich hier komplett, das ist letztlich scheißegal, ob du jetzt ein bisschen sauberst. Da. Nur ich kann dich jetzt echt nicht befreien. Natürlich ganz scheiße, wenn das genau dann passiert, wenn du hier die Niagara-Fälle loslässt, ja. Das hat sie die ganze Zeit überhaupt kaum gespeichert, ja? Und jetzt, auf, einen, davor, jetzt auf einmal lässt es laufen, ja. Naja, macht ja nichts. So, ich lasse noch ganz kurz bitte die Zunge nach draußen lassen, 10 Sekunden. So, okay, mach mal den Mund zu, endlich darfst du schlucken. Was? Neues Tuch, die alten gibst mir. Boah. So. Jetzt. Wie geht's? Wo ist der Spiegel? Wer hat einen Spiegel? Da. Wow. Das schaut richtig geil aus. Ich hab's jetzt ein bisschen noch, wie gesagt, länger gelassen, links und rechts, aber sieht natürlich sehr geil aus, so die Kombination. Schau mal her. Ja? Echt geil. Na, hier nimmer. Geil geworden. Gefällt's dir alles? Ja, wollte ich mir trinken. Du hast Flüssigkeit verloren. Ja, großer Flüssigkeitsverlust bei dir. So. Fuck, voll peinlich. Ja, und überhaupt nicht. Cool. So, das war's. Darf ich dich noch einmal bitten, noch mal ganz kurz das zu zeigen, weil es sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Ja, echt cool. Mhm. Super. Voll cool. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Danke dir. Ja, das ist normal, dass du jetzt ein bisschen komisch redest. Das ist ganz, ganz, ganz normal. Mhm. So, ich sag schon mal danke an dich auch, dass wir es haben filmen dürfen. Die Pflege und alles habe ich euch zwischendrin schon erklärt. Nicht für die, die das Video schauen, denken, warum hat es nicht gesagt. Wir haben diesmal das Video ein bisschen runtergekürzt, sonst wäre das mega lang geworden. Und wenn noch Fragen sind, dürft ihr mir natürlich noch fragen. Ich schalte jetzt mal hier ab und sage nochmal danke fürs Kommen aus Vöcklabruck. Wir werden dich sicher nochmal sehen, das zu kürzen und auch die DAs zu kontrollieren und euch wahrscheinlich dann auch nochmal für die anderen Sachen. Also, danke erstmal fürs Kommen und euch danke fürs Zuschauen. Danke.